Was uns bei Ihnen aufgefallen ist, ist die Fokussierung auf politische Themen, kaum Unterhaltung, kaum Persönliches. Ganz fokussiert wirklich aufs Inhaltliche. Ist das Ihre Strategie? Ja, da haben Sie richtig geschaut. Das ist tatsächlich meine Strategie. Ich gehöre zu den vielleicht traditionelleren Personen, was man jetzt in dem Bereich vielleicht gar nicht denken würde. Ich weiß nicht, ob ich zu Facebook gegangen wäre, wenn ich mich nicht entschieden hätte, Politikerin zu werden. Und ich dann tatsächlich unter Druck gesetzt wurde, die Leute gesagt haben, ey, wenn du Politik machen willst, dann musst du auch auf Facebook sein. Da habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Aber die private Miriam bleibt privat und meine Follower oder auf Facebook sind es ja eher Freunde, schauen sich, glaube ich, trotzdem meine Sachen an, weil ich einfach bestimmte Themen besetze und da versuche, regelmäßig Updates zu geben. Das heißt, wenn man irgendwie wissen will, wie geht es bei dem Mahnmal von Kühne und Nagel in Bremen weiter, dann weiß man, dass man bei mir relativ schnell Infos bekommt. Wenn man wissen will, wie ist es mit der Ausbildungsstatistik, das ist auch ein Thema, was ich besetze, genauso wie Wissenschaftspolitik. Für mich funktioniert das ganz gut. Ich weiß, dass Katzenfotos besser laufen und dass wahrscheinlich auch ein Foto von mir im Bikini besser laufen würde, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich sage, ich bin Politikerin, ich mache meine politischen Inhalte über Facebook, kann da auch einen direkteren Dialog mit den Interessierten schaffen, aber wer mich privat kennenlernen will, der muss mit mir Bier trinken gehen und das darf nicht jeder.